Hallo und willkommen zu BitTrip Runner 2. Das erste, was wir natürlich wie immer machen, ist uns ein neues Kostüm auszusuchen. Ich hätte ja eigentlich sehr gerne das hier wieder. Eins meiner Lieblingskostüme, Rebel Belle. Belle. So. Und damit sind wir am vorletzten Level Lockout. Ich bin mal sehr gespannt. Wir sind ja kurz vom Boss. Ich hoffe, das Level wird nicht zu schwierig. Und los geht's mit BitTrip. Sollte ich das rausschneiden? Nee, Quatsch. So. Okay. Okay, hier hoch. Wow, ich dachte, ich gerade wäre auf das Ding draufgesprungen. Okay, so und. Und einmal hier im Kreis. Hoppa! Wow. Okay, und wir sind schon beim Checkpoint. Das gefällt mir natürlich. Ultra. Und hier hoch. Extra. Okay. Ist immer ein gutes Zeichen, dass wir schon mal das Extra haben. Ja. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man das Extra hat. Scheinbar not. Ultra. Und hier runter. Und hier hoch. Und da so. Hier hoch. Hier. Extra. Es ist immer ein gutes Zeichen, das Extra zu haben. Naja, Quatsch. Ach! Ja. Ich hätte gerne diesen Burger-Charakter. Ich muss ja gucken, wie man die Charaktere freischaltet. Ich dachte vielleicht, wenn man alle Truhen hat, aber im ersten Level habe ich alle Truhen. Und da habe ich keinen Charakter bekommen. Die muss man doch nicht kaufen, oder? Ich meine, das ist ja. Ist ja im Moment in Mode, dass man alles kaufen muss. Also, mehr als sonst. Oh Gott. Und Ende. Das war aber eine schnelle Runde. So. Level complete. Ah, schade, da fehlt uns ein Goldstück. Echt ärgerlich. Timbers Timber. Ich bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Mit viel Glück sehen wir uns ja vielleicht sogar in dieser Folge noch die vierte Welt an. Oh Gott, ja, wusste ich's doch. So ein Sägeroboter. Uppa. Shit. Oh, wie cool. Okay. Da bin ich echt gespannt. Das ist echt cool. Weil die Perspektive sich ändert. Okay. Ach, Mist. Okay. Da habe ich mich verschätzt mit dem Sprung, aber. Ich bin mal gespannt, wie man ihm Schaden zufügt. Okay. Er schneidet ja weg. Was? Ach Mist, schon wieder verschätzt mit dem Sprung. Ah, ich sehe schon, man muss ihn wieder treten. Der hat da so ein Stoppschild. Muss man treten muss. Okay. Ach Mist. Okay. Nicht ganz so leicht, aber machbar, denke ich. Ich habe ja auch für den letzten Boss ein bisschen länger gebraucht.
Jetzt weiß ich zumindest, worauf ich achten muss. Ha, und getroffen und den Checkpoint bekommen. Und er hat einen Arm verloren. Oh, ja, jetzt habe ich so auf ihn geguckt und auf den Hintergrund, den ich plötzlich so interessant fand. Wow, 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 wow. Ach, Mist, verschätzt. Eigentlich sage ich das jetzt mal. Verschätzt. Boah, shit, Mann. Was bist du denn verrückt, Mann? Alter Verwalter. Okay. Das war meine eigene Unkonzentriertheit. Ich will ihn auf jeden Fall Platz sehen. Ich will die vierte Welt sehen. Ach, komm schon. Stell dich nicht so an, Mädel. Kriegst du es hin? Ich denke an dich. Glaub an dich. Ich denke an dich. Romantisch. Okay. Ach, Mann. Ich weiß auch nicht, was mich an diesen Baumstämmen so stört. Dass ich das nicht hinbekomme. Ach, da muss ich aufstehen. Okay. Okay, okay. Das schaffe ich. Du machst mich nicht platt. Ach, du machst mich nicht platt. Ich mach dich vorher platt. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal ein bisschen leiser werde oder gar nichts sage. Nein! Ach, ich verschätze mich da mal mit der Entfernung. Nochmal. Dich sehe ich auf jeden Fall in dieser Folge noch platt, damit ich den anderen noch die vierte Welt zeigen kann. Hier, ich verspotte dich. Ja, der eine ist zu lang. Da muss man wirklich im richtigen Augenblick springen. Also Astfetzen. Ach. Dass ich mich aber auch jedes Mal verschätze. Ich weiß auch manchmal auch nicht, auf was ich mich konzentrieren muss. Sollte. Zum Beispiel jetzt gerade konzentriere ich mich auf Commander Bugle. Ich ignoriere den Boss komplett. Ach Gott, getroffen. Tja, Rollstuhl-Sam, Mann. Okay. Dich kriege ich. Die Dreierregel hier. Mit Boss kämpfen. Alter. Bist du denn bekloppt? Und wir haben ihn. Wir haben ihn. Yes. Yes. Dich habe ich. Okay. Ja. Ein bisschen verrückt bin ich. Ach, leider kein Bullseye. Perfekt. Okay. Dann kann ich auch schon, ich glaube, das ist die 13. Folge, euch auch schon das nächste Level zeigen. Vielleicht ist es sogar schon das letzte. Weiß ich nicht. The Mounting Sad. Hier würde ich aber gerne wieder mit Bitrunner spielen. Ich werde, denke ich mal, wieder Beat Trip nehmen. Ich mag das. Ich mag ihn. Also ich finde ihn ganz cool vom Aussehen.
Jetzt sind wir mal gespannt auf diese Zwischensequenz. Viel Spaß! Slurped from the sheltered backwoods of the supernature, Commander Video's acceptance of his plight strains as the tide of his journey recedes into the mounting sands. Ja, und damit sind wir in der vierten Welt auch endgültig angekommen. Ich bin sehr gespannt, ob es die letzte Welt war, ob es vier sind oder ob es fünf Welten sind. Mehr glaube ich nicht. Also ich glaube sogar schon, dass das letzte ist. Es ist ja das obligatorische Lava-Level. Okay, gut. Muss man dran gewöhnen. Ich bin auch mal gespannt, wie der Checkpoint hier aussieht. Das heißt ja, das wäre ein frei spielbarer Charakter. Übrigens höre ich das Spiel nicht auf, wenn ich alle Charaktere das Spiel an sich durchgespielt habe, höre ich nicht damit auf. Also das Let's Play ist dann noch nicht beendet. Ich würde euch gerne eigentlich alle Charaktere vorstellen und versuchen, die freizuspielen. Ob ich das schaffe, ist natürlich eine andere Sache. Aber ich versuche es zumindest, weil das Spiel mir Spaß macht. Deswegen wäre es auch so mein erster, also 100% Run wäre jetzt übertrieben. Den möchte ich haben. Ich möchte einen Roboter haben. Definitiv. Da lässt sich gar nicht drum streiten. Ich möchte den Roboter haben. Also als Charakter, so. So. Und damit haben wir das erste Level geschafft. Ja, habe ich das jetzt zu Ende erzählt? Also ich werde das Spiel durchspielen, das ist klar. Aber ich werde euch, versuchen, alle Charaktere euch zu zeigen. Das heißt, ich werde aber auch manches off-topic machen. Manche, wo ich einfach merke, okay, die sind ein bisschen sehr schwer, dass ich sehr, sehr viele Versuche brauche. Und die Aufnahmezeit und immer drauf zu gucken, diese ganzen Versuche, das macht einen nervös und dann spiele ich das lieber mal off-topic und zeige euch dann die Charaktere, die ich freispiele. Ich muss erstmal gucken, wie ich die freispiele. Das weiß ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht weiß ich zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt. Kann ich mir vorstellen, ich werde mich jetzt mal nachforschen die Tage. Weil ich würde gerne halt noch ein paar Charaktere freischalten. Ich habe ja bis jetzt nur Commander Girl gedöns und ihn hier, der ja sowieso ein spielbarer Charakter da ist, okay. Ich will einfach die anderen Charaktere noch zeigen. Und die Kostüme natürlich, noch viele Kostüme freischalten, am liebsten alle. Ob ich das schaffe, ist natürlich eine andere Sache, weil das ja nochmal ziemlich hart ist. Die Level sind nicht ganz so leicht. Aber ich gebe mir Mühe für euch. Checkpoint. Achso. Wow, das war teilweise echt knapp. Mann! Ach, ja. Hier finde ich es, in dem Level muss ich wirklich sagen, finde ich es ein bisschen schwierig, die Gegner zu unterscheiden. Aber es kann auch sein, dass es mir einfach nur so vorkommt. Hier habe ich es vorhin nicht geschafft, okay. Die muss man wirklich im richtigen Augenblick losspringen. So, jetzt! Und hier hoch. Ah, und zu früh losgelassen. Natürlich ärgerlich. Ach komm, Commander-Video. Ich bin jetzt schon froh, dass wir in der vierten Welt sind. Hier sind die Welten auch nicht ganz so lang, glaube ich, wie im ersten Teil. Oh. Übrigens hinten der Mond oder was das sein soll, dieser Planet. Sieht ziemlich cool aus. Ach. Da fällt es mir ein bisschen schwer, den richtigen Zeitpunkt abzupassen.
wo ich springen muss. Ich dreh dich. Komm, Commander Video, du schaffst das. Können wir das schaffen? Natürlich. Natürlich schaffen wir das. Wow. Okay, okay. Jetzt Checkpoint, Checkpoint oder Schluss, Schluss, Schluss. Ah, Schluss. Puh, geschafft. Da bin ich echt erleichtert. Puh. Ja. So. Gut, und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich wie jedes Mal. Es würde mich sehr freuen. Ich freue mich über jedes Abonnement, über jeden Kommentar, über jedes nette Wort, jede konstruktive Kritik. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Danke, ciao.